Ecosymposium ist das Gefäß, wo sich die Ostschweizer Wirtschaft trifft, wo das Ziel der Wissenstransfer zwischen den Unternehmern ist. Und da sind überzeugt, dass man alles, was man muss können muss, um ein Unternehmen Erfolge zu führen, in der Ostschweiz als Kompetenz vorhanden ist. Wir sind jetzt erstmal im Einstein, wir sind schon früher an der ASG gewesen, weil wir einfach da das perfekte Umfeld haben. Der Ablauf verkippt sich auch aus dem Ziel, dass wir wollen, die Erfahrungen von der Wissenschaft, von der Uni zusammenzubringen mit der Praxis vom Staat, mit einem Keynote, von einem Vertreter der Universität, der die Erfahrungen der Wissenschaft, der Erkenntnis einbringt. Und dann können wir noch abrunden mit 3 Sessions von Unternehmern, die aus der Praxis berichten. Es geht darum, dass wir uns die Frage stellen, ob die heutigen Firmen reif sind für den Megatrend Digitalisierung. Was eigentlich bedeutet, dass wir unser Geschäftsmodell anpassen müssen. Das heisst, dass wir uns hinterfragen müssen, das, was wir machen, ist das noch das Richtige? Das heisst auch, dass wir unser Geschäftsmodell, das wir haben, vielleicht neu konzipieren müssen. Das heisst, dass viele neue Wettbewerber kommen. Das heisst aber auch, dass wir anders umgehen mit unseren Mitarbeitern, dass unsere Kunden vielleicht andere Bedürfnisse haben und dass wir mit neuen Partnern vielleicht auch im Ausland zusammenarbeiten müssen. Die Medienbranche ist natürlich sehr stark betroffen von der Digitalisierung. Gerade auf dem Lesermarkt. Man kann heute sehr viel News und Informationen gratis haben. Das trifft uns sehr stark. In der Digitalisierung ist auch vieles viel individueller möglich. Mit einer Zeitung haben wir ein serielles Minderheitenprodukt. Digital ist alles individuell und persönlich möglich. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ich zeige auf, was es für ein regionales Medium heisst, Teil eines nationalen Konzerns zu sein, was Aspekte sind, was Vorteile sind, was Nachteile sind und vor allem, warum wir das machen. Inhaltlich ist es um das Thema Fokussierung gegangen. Unsere Marke Bamix verfolgt die Ein-Produkt-Strategie. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Kräfte bündeln können und Kernkompetenz sicherstellen können. Somit können wir dann auch uns im Wettbewerb klar positionieren und unser Profil schärfen. Ich versuche, die Brücke zu schlagen von der alten Welt zu der neuen. Also Tradition und Y-Generation und das Ganze in Konsens zu setzen, warum wir als KMU in diesem riesigen Konzernendschungel noch eine Berechtigung haben. Also nach diesem Referat bin ich eigentlich noch viel mehr überzeugen, dass eigentlich die Selbstständigkeit oder selbstständige Unternehmen wirklich eine Zukunft haben. Aber jedes Unternehmen muss für sich selber die Antwort finden, wie es mit den Herausforderungen von der Zukunft umgeht. Und das macht genau das Unternehmerische aus, dass man eben muss die eigene Antwort für die Herausforderungen, gerade jetzt zum Beispiel für die Digitalisierung, finden muss.